Ich möchte Ihnen jetzt, ich habe mir eine Flipchart als Hilfestellung genommen, 4, 5 Grundideen zu dem Thema Seele oder wie ich es und wir im Integral nennen, das einzigartige Selbst vorstellen, damit wir eine weitere Grundlage haben für unseren Dialog, für unser Gespräch und auch vielleicht eine Inspiration. Vielleicht ist es für den einen ganz, ganz vertraut und ganz natürlich und ganz einfach und für den anderen vielleicht auch eine Provokation. Wenn Sie alles nicht ganz von hinten auch lesen können, ich werde alles Wichtige erklären und sozusagen sprachlich, also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie es nicht lesen oder sorgen Sie dafür, dass Sie weiter nach vorne kommen, sodass Sie das Flipchart sehen können. Die Struktur meines Vortrages, meines Impuls, ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Grundlagen von meiner Arbeit, vom Integralen vorstellen, was mit dem Thema Seele zu tun hat. Dann werde ich das Wesentliche von dem einzigartigen Selbst oder die erwachte Seele, wie ich es auch gerne nenne, und viele andere. Und ganz zum Schluss 2 Beispiele des Unique Self in Aktion. Ganz kurz nochmal zu diesem Thema, dass wir Sie wirklich ernst nehmen als Experten. Das meinen wir jetzt nicht als hohle Phrase, das meinen wir so. Und wir möchten mit den Veranstaltern gemeinsam ein Feld kreieren, dass sie sich eingeladen fühlen, sich wirklich einzubringen, mitzudenken, auch kritische Kommentare einzubringen. Mir ist komplett fremd, dass es hier keine Kontroversen gibt. Wir können gerne offen, ehrlich, aufrichtig im Gespräch sein. Vielleicht überraschend, achten Sie immer wieder mal auch auf den Raum zwischen uns, auf den Bewusstseinsraum. Um alles, was es geht, ist anwesend, ist jetzt und hier am Sonntagvormittag hier gegenwärtig Präsenz. Immer mal wieder vielleicht erinnern. Und auch eine sehr schöne Haltung für das Symposium. Offenheit in meiner persönlichen Erfahrung ist, die seelische Qualität hat was mit Offenheit, mit Interesse am anderen, an Neuem zu tun, vielleicht interessiert zu sein an dem, was sie noch nicht wissen und mal die ganzen Schallplatten, die wir alle schon 10.000 Mal gehört haben, mal ruhen zu lassen und wirklich aufzubrechen und zu sagen, ich gucke jetzt wirklich nochmal neu hin. Und die Einladung, bleiben Sie am Fokus, bleiben Sie am Thema, bauen Sie die Gespräche auf, auch in den Runden, sodass wir eine Qualität, eine Bewusstseinsqualität halten können. Also wir könnten sonst auch über das Bundesligaspiel gestern Abend reden, aber das führt uns vielleicht dahin, warum hat Dortmund so defensiv gespielt. Das ist jetzt nicht so das Thema heute. Die Dagmar hat schon eigentlich ganz schön zusammengefasst, ganz kurz, dass Sie einfach wissen, ich lege gerne die Karten auf den Tisch, wie auch mein Kollege Sebastian. Das ist uns auch eine wichtige Seelenqualität, Wahrhaftigkeit. Was lebe ich denn davon wirklich, wirklich, wenn ich mir das wirklich angucke? Und dass Sie wissen, woher komme ich, woher sind meine Inspirationen, woher ist meine Auseinandersetzung. Ich habe Bildende Kunst studiert hier an der Universität der Künste, nicht weit von hier, beim Bahnhof Zoo. Habe mich da sehr viel mit Kunst, mit Film, mit Musik, aber auch sehr viel mit Theorie und Philosophie beschäftigt. Für die Experten unter uns den ganzen Poststrukturalismus rauf und runter diskutiert. Das war so in den 90ern. Was Dagmar auch gesagt hat, was ich in meiner ganzen Arbeit nie weglassen möchte, ist diese Übung der Präsenz. Die Übung, aus der Stille heraus voll gegenwärtig zu sein. Wenn es darum geht, Dinge wegzulassen, Bücher zurückzulassen, Ideen, die Präsenz, die Gegenwärtigkeit, das ist etwas, was ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Das ist etwas, was ich aus dem Zen von Williges Jäger, meinem Lehrer, gelernt habe.
hier und jetzt ist es gegenwärtig lebendig. Es kann nur darum gehen, wie wird es jetzt hier lebendig. Nicht als Abstraktung oder als ein totaler Wolkenkuckucksheim, was nichts mit der Realität, mit der Wirklichkeit und echten Fragen von Menschen von heute zu tun hat. In meiner Arbeit geht es sehr stark darum, eine Person steht vor mir und was ist die Lebenswirklichkeit? Welche Anliegen hat eine Person? Sehr ans Herz gewachsen ist mir der Yoga-Weg, weil da die konzeptionelle Ausrichtung auch unser Thema Seele, gerade durch eine ganz, ganz feine Körperarbeit, eine große Qualität hat. Die Atemübungen sind eine große Hilfe, alles als Hinführung für die Meditation. Dagmar hat es auch schon gesagt, sehr wichtig für mich war, ich war ungefähr fast ein Jahr bei Graf Dürkheim, das ist im Südschwarzwald, und er hat quasi Shaw Gebser, C.G. Jung, seinen Zen-Weg und dann seine eigenen Methoden entwickelt, und das war für mich als Künstler ein sehr stimmiger, perfekter Moment, das zusammenzubringen. Und ganz zum Schluss habe ich einfach nach einem System gesucht, wie kann ich auch das alles zusammenbringen, wie kann ich auch mein historisches Verantwortungsgefühl, wie kann ich das alles zusammenbringen. Und ich persönlich bin da im integralen Ansatz fündig geworden und auch bin da zu Hause angekommen. Das ist ein System, was ich Ihnen nachher auch ganz kurz vorstelle, wie ich es als Modell, es ist ein Modell, es ist eine Landkarte, meine Interessen zusammenbringen kann. Ganz kurz sozusagen als ein Einzoomen nochmal auf unser Thema, der Begriff Seele, der hat ja viele Möglichkeiten, eine Annäherung, eine erste Annäherung, sodass wir so eine Grundlage haben. Das war auch der Wunsch der Veranstalter an mich, dass ich eine Art Überblick mache und ganz kurz, mit was kann man diesen Begriff vielleicht sinnvoll verbinden. Dagmar hat es auch schon erwähnt. Ein Aspekt der Seele ist einfach, dass es in der Tradition, in der Geschichte der Menschheit immer etwas, auch ein höherer Anteil in uns war, etwas, was auch über die Ich-Zentriertheit deutlichst hinausragt und etwas in dieser, wie in der Übung, diese ganz grundsätzliche Beziehung zum Leben, zum Urprinzip, zum Sein. Dann zum Beispiel ein anderer weiterer Aspekt, beseelter Körper. Sehr viele Menschen haben eigentlich eher das Verständnis, ich besitze einen Körper, das ist irgendwie wie eine Art Maschine, die ist auch nicht so besonders wertvoll. Das halte ich für ein Irrtum, das halte ich für unangemessen. Für mich drückt ein Körper, es ist ein beseelter Körper, hat Graf Dürkheim gesagt, ein Leib, ich bin mein Körper. Also das ganze Thema Seele und als Körper, Verkörperung, auch etwas, was mir wichtig ist. Für das, was wir stehen, jeder in seinem Leben und auch hier in dem Symposium, wir müssen es verkörpern. Das ist der Gradmesser, das ist der Parameter, woran ich mich messen lassen möchte. Und Sebastian zum Beispiel, wir teilen das sehr. Dann die Seele als eine ethische Qualität. In meinem Verständnis, in meiner Erfahrung, hat Seele sehr stark was zu tun, auch mit Verantwortung, historischem Bewusstsein, woher kommen wir, wie hat sich unsere Gesellschaft entwickelt, dass wir so, wie sie jetzt ist, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und dafür nimmt für mich eine reife Seele Verantwortung dafür und schaut, was ist der Next Step? Wo geht es konstruktiv gedacht nach vorne? Also die ethische Qualität der Seele. Eine Seele von Mensch, so ein schöner, aber finde ich sehr, sehr schönen, treffenden umgangssprachlichen Begriff. Oder eine gute Seele. Und dieser Verantwortungsmoment, etwas, was von innen, von der Erfahrungsweltebene kommt.
nicht etwas, was mir jemand von außen sagt. Anderer Aspekt, wo ich auch noch drauf eingehe, aus meiner Sicht, wenn ich es richtig verstehe, gibt es im Moment doch auch in unserer Gesellschaft, auch hier in Deutschland, haben wir doch eine sehr, sehr große seelischen Mangel, eine seelische Situation, wo viele Menschen daran erkranken. Und in meiner Arbeit bin ich auch immer wieder konfrontiert damit, dass Menschen kommen und sagen, sie haben wirklich sowas fast wie Hunger danach. Und das ist das ganze Thema Seelenheilkunst. Wie kann ich mit einer Seele, die vielleicht in die Melancholie oder in eine echte Depression oder viele Jugendliche zum Beispiel in Psychosen abwandern, wie kann ich aus so einem tieferen Verständnis denen was anbieten, was Substanz hat? Okay, ich komme zu den Grundlagen. Im integralen Ansatz ist, wie auch in anderen Traditionen, einfach das Wirklichkeitsverständnis, dass es wie eine Heirat ist. Wie eine Liebesheirat zwischen der Stille und der Form. Zwischen dem, was sich in uns seit Jahrtausenden nicht verändert hat, und dieser Unruhe des Werdens. Diese beide Pole machen die Realität, die Wirklichkeit aus. Das ist das Verständnis in meiner Arbeit. Und es bedeutet, aufzuwachen, eine tiefe Erfahrung zu machen von dieser weißen Landkarte, die Leerheit. Und es bedeutet, aufzuwachen für die Form, für die Gestalt, für die Materie. Im Integralen gehört beides zusammen. Es gibt auch andere Systeme, da sind diese zwei Pole völlig auseinander und haben nichts miteinander zu tun. Das muss man wissen, auch im Verständnis, in meinem Seelenverständnis, in wie ich die tiefste Identifikation in uns sehe. Über die Stille, auch wie sie der Buddhismus versteht, kann man jetzt gar nicht so viel eigentlich auch Sinnvolles erzählen, wenn man nicht ein ganz großes eigenes Symposium macht. Da geht es auch vor allem, sich auf den Weg machen zu erfahren. Aber über diese Form und auch zum Beispiel die Form, wie sich das hier manifestiert und auch Gestalt annimmt, da kann man doch Überlegungen anstellen und auch sagen, wie können wir diese Vielzahl irgendwie sinnvoll sortieren? Und das ist quasi ein Sortiervorgang, den ich Ihnen als zweite Grundlage zeige. Ich mache mal einen Strich und mit diesem einen Strich markiere ich, dass es einen Innenaspekt von uns als Mensch gibt, einen Innenraum, davon hat Dagmar auch gesprochen, und es gibt einen Außenaspekt. Es gibt, ich kann sie angucken und sehen und beschreiben, wie sie sitzen. Bein über das andere Bein, weißes Hemd, kann ich klar sozusagen sehen. Aber was sie gerade im Moment denken oder wie ihre Wetterlage ist, müssten wir ins Gespräch kommen. Kann ich im Grunde keine Aussage machen. Das ist der eine Aspekt. Und dann mache ich einen zweiten Strich und mit diesem zweiten Strich sortiere ich nochmal, es gibt einen Innenraum in mir, es gibt einen Innenraum in Ihnen, es gibt ein Außen von Matthias Ruf, es gibt ein Außen von Ihnen und es gibt es bei uns allen. Das heißt, hier kommt sozusagen das Individuelle. Und es gibt die Ebene von Wirklichkeit, die hat was mit einer kollektiven Ebene zu tun, mit Gemeinschaft. Und das hat ganz tief was mit meinem Seelenverständnis zu tun. Dass die Seele eine Menge unterschiedlicher Perspektiven hat.
Sie hat einen Innenaspekt, sie hat aber auch einen Aspekt, wie sie sich ausdrückt, wie sie im Leben ist. Sie hat einen Aspekt, wie ist meine Seele in der Welt. Und wenn wir ehrlich sein, ist das immer wieder der zentrale Spiegel, unser Alltag. Gucken wir den genau an, dann wissen wir es, wie es um uns steht. Wie verdiene ich mein Geld? Wie bin ich in Beziehung? Wie bin ich mit meinen Kindern? Ist mir das egal, was im Nahen Osten gerade passiert, in Ägypten? Oder berührt mich das? Pünktchen, Pünktchen. Das heißt, es sind vier Grundperspektiven auf Wirklichkeit und auch auf unser Thema heute. Das als zwei sozusagen grundlegende Momente vom Verständnis, was meine Arbeit ausmacht. Also diese Heirat, ich wiederhole nochmal, diese Heirat, dass die Stille, das Sein, der Ursprung, Liebe könnte man auch sagen, und die Form zusammengehören. Und auf unser Thema bezogen, der nächste Schritt, das ist eben auch für mich immer wieder etwas sehr Praktisches. Ich habe das mal genannt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es so richtig nenne, aber ich habe es mal drei Wege der Seele genannt, drei Entwicklungswege. Der erste Weg ist der klassische Zustandsweg. Ich setze mich zum Beispiel auf ein Meditationskissen und gucke mir meinen Innenraum sehr genau an und merke im Moment, ich bin eigentlich sehr ausgeglichen, sehr ruhig, interessiert oder ich bin sehr betrübt. Ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe. Meine Beziehung ist eigentlich total am Arsch. Das sind alles Momente, die ich sozusagen dazu aufwachen kann. Klassischer Erleuchtungsweg. Klassische buddhistische Wege, die das einüben, aufwachen zu den Zustandsphänomenen unseres Bewusstseins. Erst die grobstofflichen, dann die feinstofflichen, dann die kausalen. Und vielleicht noch mehr. Der zweite Weg, der kommt aus der Wissenschaft, aus der Forschung, vor allem aus der Entwicklungspsychologie. Ein Kennzeichen, etwas, was vielleicht im Moment noch was Besonderes ist, des Integralen. Wir nennen es den Strukturweg, der Weg des Aufwachsens. Durch viel Forschung, Shaw Gebser und auch viele andere, Don Beck, haben durch wissenschaftliche Methoden gefunden, dass sich Menschen, aber auch Gesellschaften entwickeln, zum Beispiel aus einem archaischen Bewusstsein in ein traditionelles Bewusstsein, in ein modernes Bewusstsein, postmodernes Bewusstsein. Das ist sozusagen dieses ganze Feld, wo wir auch einen Weg gehen können, wo wir auch vor allem was dafür tun können. Und der dritte Weg ist der Weg, uns unseren dunklen Seiten zuzuwenden und ehrlich und mit einem aufrichtigen Herz zu sagen, hier ist ein Schatten und es macht total Sinn, auf einem seelischen Weg, auf einem spirituellen Weg, mich zu verbinden mit diesem Schatten und ihn zu transformieren. Diese drei Wege sind sozusagen das Praktische aus diesen Grundlagen, die ich Ihnen genannt habe. Ich wiederhole nochmal, das ist wichtig, der klassische Zustandsweg, tiefe Meditation, die mir helfen, hier in den subtilen, in den kausalen Bereich vorzukommen. Der Strukturweg, ich mache mir Gedanken, wie kann so ein Symposium laufen? Das hat auch was damit zu tun, was passiert in unserer Gesellschaft. Und der dritte Weg, der Schattenweg, so wie es C.G. Jung genannt hat. Der Begriff Schatten ist etwas, was C.G. Jung ins Spiel gebracht hat und was in meiner Arbeit einfach auch eine große Rolle spielt. Wie ich schon gesagt habe, steht einfach diese Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und auch jetzt wir uns stellen können, ehrlich, ernst,
Wer bin ich? Wer bin ich im Moment, jetzt? Wer bin ich wirklich? Vielleicht auch manchmal jenseits von dem Affentheater, was ich mir selber vorspiele oder auch anderen vorspiele. Wenn ich genauer hingucke und mein Vortrag, mein Impuls ist dieser Weg zu diesem Verbinden, zu diesem alchemistischen Moment. Hier habe ich meine Heimat, so könnte man das auch nennen. Das ist meine echte Heimat. Nicht meine Vier-Zimmer-Wohnung am Hackischen Mai, das ist auch ein bisschen meine Heimat natürlich. Aber wo ist meine tiefere Heimat? Hier das Absolute, die Stille, die Wesensnatur und hier das, was uns als Mensch ausmacht. Und die Seele, das einzigartige Selbst, das Aufwachen zu dem, dieses Verheiratetsein, das ist im Grunde dieser Prozess, das zu erkennen. Um nichts anderes geht es, sagt Willige Seeger zum Beispiel. Das wirklich zu erfahren, dass wir wirklich zu Hause sind, das ist der große Menschheitstraum. Hier auf dieser Erde, genau hier zu Hause zu sein. Man kann das dann auch nochmal ein bisschen als Prozess darstellen, dass dieser Moment, wie wir auch alle wissen, das ist schon Wirklichkeit, aber wir erkennen es nicht. Wir nehmen es im Moment, zumindest die meisten, nehmen es nicht diamantklar wahr. Und der Prozess ist das sozusagen immer klarer und immer mehr Hochzeit. Immer mehr dieses Spiel, dieses erotische Spiel von, wo bin ich wirklich zu Hause und wo bin ich markant Mensch. Okay, noch ein letzter Moment, um das Thema nochmal anders darzustellen, und zwar mit dem, was im Integralen eben so eine große Rolle spielt, ein Verständnis von Bewusstseinsebenen, dass Bewusstsein eben auch Strukturen hat. Schau Gebser ist einer der großen Pioniere, ein Schweizer Kulturphilosoph, der anhand von Quellenmaterial erforscht hat, dass sich Bewusstsein entwickelt und in Strukturen ausdrückt, wie er nannte sie archaisch, magisch, mythisch, mental und die nächste Ebene. Bezogen auf uns als Menschen, meinte er das, und aber auch auf Kultur. Das, was wir alles gut kennen, habe ich schon mal hingeschrieben. Das ist sozusagen, wenn die Ich-Entwicklung geglückt ist, wenn die Ich-Entwicklung in einem gesunden, in einem lebensförderlichen Sinne läuft und das persönliche Bewusstsein eine Stabilität bekommen hat, eine Differenziertheit, dann kann man sagen, hier ist eine Person, ein persönliches Bewusstsein, was eine gewisse Reife hat. Von diesem Moment, dass ich eine Person bin, ich, aber eben auch ganz klar diese spirituelle Ursituation, ich mich hier als getrenntes Selbst eben auch wahrnehme, hat eben dazu geführt, dass viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, aufgebrochen sind und haben gesagt, diese Identifikation mit dem getrennten Selbst, das ist eben einfach auch leidhaft. Darunter leide ich auch. Und das hat sie sozusagen auf den Weg gebracht. Und die Suche, die aufrichtige Suche nach mehr, nach etwas, was darauf eine Antwort gibt. Und das ist zum Beispiel im Zen der klassische Weg. Und das, was ich Ihnen vorstellen möchte und was mir wichtig ist, zumindest in meinem Verständnis und in meinem 20-jährigen Weg, ist, wir müssen hier unterscheiden, hier ist das, was uns zum Mensch macht, ich, das ist total wichtig und das wird auch weiterhin wichtig bleiben. Aber es ist ein Ich, was sich in einem getrennten Zustand, ein getrenntes Selbst, hier nach dieser Erfahrung der Einheit, kommt die Gestaltwertung, der künstlerische Prozess, könnte man sagen. Wir mit unseren Kernkompetenzen sind voll gefragt in dieser Welt als Seele, als in der Ausformung
vom einzigartigen Selbst. Und das ist dann eine Form von Individualität, die aber eben nicht getrennt ist. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir diese Ebene und diese Ebene nicht verwechseln. Und das ist eine große Gefahr, weil die Ich-Impulse in uns allen, zumindest in mir, sehr, sehr tief sitzen. Das Konzept, was ich Ihnen vorgestellt habe, an zwei Beispielen, wie könnte das sich ausdrücken, formulieren bei dem Thema Freude und bei dem Thema Beziehungen? Das Thema Freude am Körper ist zum Beispiel bei mir, ich tue leidenschaftlich Skifahren und das ist einfach ein Bewegungssinn, an dem ich mich total erfreuen kann. Die Freude auf dieser Ebene von Bewusstsein, die Freude durch unsere fünf Sinne. Der zweite Bereich ist in Beziehung der persönlichen Liebe, Zuneigung, Verliebtsein. Das ist auch eine Ebene, auch eine wichtige Ebene von Freude und von Beziehung. Es ist aber eben auch diese Ebene, wo ich mich noch als getrenntes Selbst beziehe. Oder ich würde sagen, für mich persönlich ein großes Moment von Glück, diese Ebene von Bewusstsein, wenn ich erfahre, ich bin wirklich nicht zu trennen von der Quelle. Diese Quelle ist jetzt da und meine Ideen, die ich Ihnen vorschlage, die sind in Resonanz mit dieser Quelle jetzt. Das ist eine sehr tiefe Freude, eine Überfülle an Freude. Und der letzte Aspekt, wir entwickeln uns als Seele dahin in so einem reifen, verantwortungsvollen Moment, dass wir wirklich in Beziehung sind, nicht getrennt. Beziehung, Freude von einzigartigem Selbst zu einzigartigem Selbst. Das ist die Freude, kreativ zu sein, auf den Marktplatz zu gehen, einzustehen, Verantwortung zu übernehmen. Wirklich, wirklich am Spiel des Lebens teilzunehmen.